So. 4. Ja, aber. Jetzt geht's gleich los bei der Jukebox. Work hard, play hard. Work it harder, make it better, do it faster, make it stronger. Yo, Junge, ich bin mit meinem Pferd hier oben. Schon wieder? Ich komme gleich runter. Das will ich sehen. Okay, warte. Ich sehe dich nicht mal, warte mal, wo bist du? Na. Oh. Schade, ich dachte, du fällst durch. Alter. So. Kommt hier der Eingang rein. Und ich habe noch eine Schaufel. Zack, zack, zack. Work hard, play hard, work hard, play hard. Work. Wer ist jetzt hier auf dem Server? Ach, Azur Royal war das. Wo ich noch mal ganz kurz Digga. Was über die 36 zu 38 Tode. Meine Güte, 38 Tode. Ich will doch hier von die Todeszahlen unterschlagen. Ja. Aber das kann man echt stolz sein. Ja, das sind stolze Tode, die man sich auch mal, wo die Tiere falsch rum sind. Dinnerbone. Ne. Was? Dinnerbone. Dinnerbone. Ne, mit E hinten. Dinnerbone. Dinnerbone. Ja. Also großes D oder? Ja. Dinner. Zusammen? Ja. Klein, der Rest? Ja. Work hard, play hard, work hard, play hard. Fuck. Warum reitest du jetzt verkehrt rum? Alter, immer Pain, Digga. Wo bist du? Hier. Hallo, Junge, bist du wieder? Alter, ist das behindert, Alter. Jo, Digga. Macht das Pferd? Lol. Oh. Geh damit mal ins Wasser. Schloss. Boah, sieht aus, als wenn du es ersäufst, Alter. Weil die gucken, die Beine bei dir durch die Beine. Die Beine gucken durch deine Beine. Alter. Na 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 na. Kann man bei einem Pferd auch die Farben ändern lassen, so? Nee, stell mal vor, das geht leider nur bei Schafen. Das ist ja voll geil geworden. Das Regenbogenpferd. Ich hab die Matrix verändert. My Little Pony wäre das denn. Die Matrix läuft falsch rum. Ja. Wie hieß der, der da der Held war? Neo? Ja, genau. Du bist Neo. Ich reite auf den Bauch von Pferden. Ja. Oh mein Gott, er hat die Matrix komplett verändert. Das ist gefährlich. Ich staune, dass Azur Royal noch nichts geschrieben hat. Ich glaube, ja. Er ist dahinter gekommen, dass wir umgezogen sind. Ich überlege gerade, wie ich das gerade mache. Noch AB4, ohne Werbung dafür zu machen. Das werde ich nachher zensieren müssen, das B4. Ich werde zwar nie wieder daran denken, weil die Folge nie online kommen wird, weil wir schon so viele Minecraft-Folgen haben. Ich kann ganz billig drüber mit Paint dann selbst drehen. Noch ja. Selbst drehen. Die Runde selbst drehen. Schreibe ich Minecraft hin. Noch eine Runde Minecraft, ja, na klar.
So, ich bin schon zufrieden mit der Mauer. Die sieht schon großartig aus. Aber mir geht das Holz aber... Nee, ich habe noch genug Holz eigentlich. Ich renne irgendwie beim Bauen immer übelst viel hin und her, habe ich so das Gefühl. Wenn du gerade hier so hobbylos bist, kannst du auch Holz holen gehen. Nee, ich habe nur was gekauft. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich hab zu tun. Ich dachte, das so wie mit der Horror-Map endet. Die wir auch mal weiterbauen müssen. Wie bleibt bist du denn damit? Ich hab seit... Oh, naja, gut. Weiß ich gar nicht mehr. Kommt drauf an, wie lange warst du schon nicht mehr da? Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt voll hart gespoilert, dass wir an der Horror-Map arbeiten. Aber ich glaube, wenn die Folge oben ist... Sollten wir damit fertig sein. Wenn wir dann damit immer noch nicht fertig sind, dann schreibt uns doch nochmal an. Ja. Wenn in dieser Folge überhaupt noch irgendjemand da draußen am Leben ist. Weil die Folge erst in 70 Jahren hochgeladen wird. Im 8-Sattel. Genau, im 8-Sattelsten Jahrhundert. So, Äpfel heben wir mal auf, wir essen keine Äpfel. Ja, so wie wir keine Karotten essen. Ja. Dann können wir nämlich, dann können wir nämlich, ja. Hier wächst ein Baum auf die Brücke. Egal, nice. Ich mach einfach weiter, ich beachte den Baum hier nicht. Können wir nämlich. Ich dachte, ich höre einfach auf mit einem Satz. Dann können wir nämlich Dorfbewohner heilen. Jetzt habe ich es doch noch gesagt. Das muss ich jetzt noch mehr rausschneiden hier. Muss ich alles ausblenden. Alle Namen, die hier sind. Und alle Werbung, die hier gemacht wird. Und alles rauszensiert. Steht denn überall Sebastian und Minecraft? Hey Paul, den Tag hat sich versucht, einen Zug vor deine Mutter zu werfen. Krass. Schon wieder? Hey Paul, deine Mutter zieht auf DSF Trucks. Krass. Ja. Hey Paul. Ja. Meine Mutter kommt zum Vogelfressen bei euch vorbei. Okay. Sie ist in einer Viertelstunde da und frisst denn deine Vögel auf. Okay. Okay, ja. Okay. Mhm. Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, die Vögel zu braten? Hm. Nicht dran. Oder die so zu garnieren oder so? Ja, also Sushi draus zu machen. Ja, naja, das ist doch was. Ja, Mann, Sushi. Hast du schon mal probiert, aus dem Vogel Sushi zu machen? Nee. Sushi? Nee. Wahrscheinlich schmeckt es. Ja, wahrscheinlich. Let's eat Pauls Vögel. Das wäre doch mal ein Special, Alter. Ja. Meine Güte. Dieses Special. Also, ich würde es tun. Ja, glaube ich dir aufs Wort. Was ist denn daran schlimm, Alter? Du bist auch ein Bräuler. Ja, das sind aber keine Wellensittiche. Ja, ist doch egal, kannst du genauso gut essen. Alles, brätst du die Dinger, und kannst sie essen. Aber da ist ja nichts dran an den Knochen. Die machen nur Krach, ey. Fürs Besseres sind die nicht zu gebrauchen. Du kannst sie nicht essen, du kannst mit dem nicht spielen, die können nur fliegen und laut sein. Du kannst mit dem Moorhuhn spielen, ja. Aber das auch nur einmal.
Bäume wachsen auch nicht. Meine Fresse, ich raste hier noch komplett aus, ey. Deine Fresse. Jetzt muss ich hier den fetten Baum wegholen von der Brücke, weil der da einfach so mal drauf wächst. Er dachte sich so, jo, komm, ich chill hier mal auf der Brücke. Jo. Ne? Ein bisschen schweren Blätter ablegen. Alter, Falter. So, bauen wir mal hier Holz ab, ne? Hier ist kein Holz mehr neben Laub. Alter, macht den Vogelparty Art. Junge, Junge. Flup. Flup, flup. Ein paar Bäumchen platzieren. Hat man das eigentlich gerade gehört? Gut. Dennis, gut, wenn man es nicht gehört hat. Nämlich gerade ganz unauffällig gegähnt. Weil leider musste ich heute zur Berufsschule. Und um 5 aufstehen ist nicht so toll. Warten wir mal bis... Ah, Alter, der Vogel! Hör mal. Regt mich auf! Nicht schlecht. Und darauf... Der Vogel. Schwör. Ey, zum Glück, ne? Zum Glück ist das kein Papagei, den du da hast. Das würde ja die ganze Zeit... in die Aufnahme. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Basti, 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 Obsti, Basti, Obsti. Jetzt wüsste ich gar nicht mehr, mit wem ich reden müsste. Aber Lumpi. Ja, nu? Das sind so Ringe. Da haben wir wohl ein Rohrwisch. Ja. Da haben wir wohl einen Rohrfisch. Lachfluss, boah. Hast du den neuen Film hochgeguckt, eiskalt? Nee. Alter, der kam noch vor ein paar Tagen auf Pro7. Ah, ich hab ihn schon mal geguckt. Der ist auch geil, kenn Alter. Ich kenn jeden Film. Wo er den neuen Pimpel hat, Alter. Wo er denn da Bungee-Jumping macht, da. Jo, ist das nicht gefährlich? Ach, Quatsch. Wo sie versuchen, den da mit dem Auto rauszuziehen, also den Pömpel vom Kopf zu ziehen, und der Ziegelstein löst sich von der Wand und der kriegt voll den Ziegelstein in die Eier, Alter. Oder bei dem Fest da, was war denn da? Bei diesem komischen Polizeifest, wo alles da in den Arsch geht. Und dann stehen die so, sitzen die so da mit Bockwurst und dann, und was mit Senf? Und dann explodiert da dieser Senftank, Alter. Alter. Oder wo sie bei dem Bahnschienen sind, da kommt dann ein Zug bei dem Polizisten. Ja. Und Harald, was machst du mit meinem Rasierapparat? 1-2, 1-2. Ja, Mann, Alter. Es ist so geil, Alter. Hält er den Apparat in der Hand, Alter. Alter, Alter. Auf so eine Scheiße musst du erstmal kommen, ey. An den einzigsten Film, an dem ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann, ist der mit Borschti. Borschti. Der Film ist schon so lange her, ey, den müsst ihr mir auch mal wieder angucken.
wo der Meister Röhrig da bei dem Innenfilm auf dem Dach oben ist und der da irgendwas löten muss und durch das Dach durchbricht und alles, Alter. Ja, Mann, es gibt einfach so viele geile Fallen. Okay, mach dich bereit für das nächste Achievement, was ich freischalte. Oh Gott, was wird's wohl werden? Musst du gucken gleich, was da steht. Achievement Hunter? Ja. Wenn Schweine... Alter, bist du jetzt mit dem Schwein eine Klippe runter? Ja. Ich fliege auf einem Schwein eine Klippe runter. Alter Falter. Oh oh, ich glaube, es ist... Zombie-Apokalypse im Dorf. Das Schwein hat noch ein halbes Herz. Woher willst du nur, wie viel Leben das Schwein noch hat? Wenn ich oben sitze. Hast du hier Leben? Ja. Wusste ich gar nicht. Alter, jetzt sehe ich gleich, wie ein Eisengolem einen Zombie zermatscht. Wenn er ihn sieht. Wollen die mich verarschen, die Eisengolem? Vorbei. Ja. Ich schieb jetzt einen Eisengolem zu dem Zombie. Alter, hallo? Alter, die sehen den halt echt nicht, ne? Oh Mann. Ich muss ihn doch töten. Ich glaube, das ist verbuggt in dem Update hier. Weil die Zombies machen ja hier auch keine Türen kaputt. Obwohl. Oh, jetzt hat doch mal ein Zombie ein Dings zugeschlagen. Also, hier sind einfach 70 Eisen-Golems auf ihrem Fleck. Ja, und der alte Braumeister hier. Alter, der... Komm auch ins Dorf. Da bist du. Hier kommt die Kavallerie. Ohne Scheiß, was stehen die denn da mal rum? Ich rette euch. Ja, bleibt stehen. Wow. Wow. Mit dem Schwein, Alter. Wimm, Tio. Wimm, Tio. Mein Herr, ich muss Sie beten, sich ins Haus zu begeben. Seien Sie wollen von Zombies gefressen werden. Ich staune, dass diese Dorfbewohner hier überhaupt noch leben. Oh ja. Oh yeah. Wie sie draußen rumflitzen und Chips aus ihren Häusern holen. Und sich dann noch draußen unterhalten in dunklen Gassen. Ein Skelett. Prügelst du gerade Creeper oder was? Ja, und stimmt. Souvenirs aus dem Meer. Und mehr. Und mehr. Sonst spawnst du wie, alter Falter. YOLO.